Ja, wieso? Das sind die attraktivsten Bilder, wenn man halt schnell laufen. Aber ich meine, man merkt also richtig, wenn man hier in der Halle läuft, dass es wesentlich leichter geht. Man hat also viel weniger Gegenwind oder nahezu gar keinen Gegenwind. Das Eis im Sinne von Fahrtwind jetzt. Von Fahrtwind, ja. Das Eis ist nicht schneller, sagen wir mal, als in Inzell oder Davos, wenn die Märzsonne drauf scheint. Aber durch den fehlenden Gegenwind, durch den Fahrtwind, der hier wesentlich geringer ist, kann man leichter und schneller laufen. Mhm. Der Unterschied zum Beispiel bei 500 Meter, würde ich sagen, 7/10 kann man schneller laufen als in Inzell. Mhm. 7/10 als in Inzell. Und deshalb, sagen wir mal, auf die 1000 umgerechnet wird es 1,5 Sekunden machen. Und ich habe mir heute auch mal schon die Listen rausgetan, wie die Weltrekorde sind, wie sie hier in der Halle gelaufen wurden, in Calgary bei den Weltcuprennen und auf Bahnen wie Inzell Davos. Dann ist es typisch, dann sind es ungefähr die 1,5 Sekunden, ja, gegenüber den 7/10 bei 500, also verdoppelt auf 1000, 1,5 Sekunden wird man hier die 1000 Meter schneller laufen als zum Beispiel in Davos. Mhm. Was war Ihre Bestzeit damals, Weltrekord, was war das? Auf 1000 Meter? Na, 500. 500 war 38,0. 38,0, also 37,3 wäre das. So in etwa könnte man hier sagen, ja. Da wären Sie noch ganz gut dabei gewesen hier. Ja, aber nicht mehr unter den ersten 10. Ja, nicht mehr unter den ersten 10, aber was war das, 36,41 war der Weltrekord von Uwe Jens May. Haben Sie ihn mal persönlich kennengelernt? Erst hier auf der Bahn, ich bin also zu ihm hingegangen, habe ihm gratuliert, habe gesagt, also er ist echt ein würdiger Nachfolger von den Deutschen her gesehen und er soll so weitermachen und die nächsten Olympischen Spiele auch noch gewinnen. Mhm. Und er war dann ganz erfreut und hat gesagt, er freut sich unheimlich, dass ich ihm gerade gratuliere, das wird also zu würdigen wissen. Mhm. Und somit sind wir also mit gutem Kontakt schon mal für die nächsten Interviews vorbereitet. Na schön. Sie werden ja heute gemeinsam mit Thomas Rümmel die Entscheidung, da haben wir noch mal die Entscheidung. Vielleicht sollten Sie ein bisschen was dazu sagen. Es ist also im blauen Anzug auf der Innenbahn, also rechts im Bild ist Uwe May. Er hat einen super Start, beschleunigt unheimlich schnell, kommt sofort in seinen Rhythmus, hat eine 100-Meter-Zeit von ungefähr 9,76, also unheimlich schnell. Normal läuft man 10,0 nach den heutigen Startverhältnissen, läuft eine brillante Kurve und er macht es das einzig Richtige. Er geht jetzt in einen relativ langen Schritt, bleibt ganz tief unten, um den Schwerpunkt unten zu haben. Denn jetzt kommt der kritische Moment der letzten Kurve, wo man die höchste Geschwindigkeit hat und wo viele Läufer rausgetragen wurden. Er kann die Bahn ganz exakt halten. Sehen Sie, er bleibt ganz an der Markierung. Und hat natürlich auch genügend Kraftreserven, die letzten 100 Meter voll durchzustehen. Das kommt von seinem 1000-Meter-Training und gewinnt in der fantastischen Weltrekordzeit von 36,76. Das heißt, ja, 45 war es. Ich dachte vorhin auch 41. Ja, 400 sind schon eine Menge, da muss man aufpassen damit natürlich. Ja, sicher, weil ich meine, beim Eislaufen ist 1/10 sind 1,3 Meter. Ja. Man sagt immer, wenn der Zuschauer so, wenn man sich mit ihm unterhält, aber es ist schon 1/10 oder 100, aber man kann es effektiv sehen, 1/10 sind 1,3 Meter und wenn man dann mit 2/10, also der andere mit 2,6 Meter hinter dem das Ziel geht, ist das ganz deutlich zu sehen, da braucht man nicht wie in der Leichtathletik ein Zielfoto. Ja. Na gut, aber Zielfoto ist ja sicherlich hier auch angezeigt. Ich gehe doch davon aus, dass unter Umständen auch eine Zielfotoentscheidung. Nein, brauchen Sie nicht, weil Sie haben ja in der Leichtathletik, werden die Läufer insgesamt gestoppt. Mhm. Dagegen beim Eislaufen hat jede Bahn eine eigene Zeitmessung, sodass jeder wirklich aufs Tausendstel genau gemessen werden kann. Und es wird letztlich nach Tausendstel entschieden? Ja, ich wenn es also so dicht sein sollte. Derzeit reichen noch die Hundertstel aus, aber man könnte Tausendstel messen. Mhm. Und gemessen wird unten in Höhe des Schlittschuhs. Aha. Aber das ist ja dann unverfänglich. Also man bräuchte einen langen Schlittschuh, dann kann man 10 rausziehen. Ja, aber mit dem werden Sie nicht so weit kommen wahrscheinlich. Ne? Aber vielleicht noch ein Wort zu den 1000 Metern. Sie werden ja heute gemeinsam mit Thomas Rümmel diese Entscheidung noch kommentieren. Ist Uwe May der Favorit aus Ihrer Sicht? Aus meiner und auch aus der russischen Sicht. Ich habe mich gestern mit Valery Muratov unterhalten, der früher gegen mich gelaufen ist, der dann Dritter bei den Olympischen Spielen in Sapporo war. Er ist jetzt der Trainer, der Cheftrainer der russischen Sprinter. Und er sagte spontan, May. Vielleicht, er redet dann so, vielleicht Sascherin, Sascherin Zweiter. Mhm. Und dann noch vielleicht ein holländischer Läufer, meint er. Mhm. Gut, die 1000 Meter, muss ich mal fragen, Sie waren nun Olympiasieger über 500 Meter. Warum haben Ihnen denn die 1000 nicht so sehr gelegen? Die gab es damals nicht. 1000 Meter war zu meiner Zeit keine olympische Disziplin. Die wurden erst 1976 dann ins Programm aufgenommen. Und die wurden eigentlich nur eingeführt durch die Sprint-Weltmeisterschaft, die also 500.000 beinhaltet. Und die wurde das erste Mal offiziell 1971 in Inzell durchgeführt, die ich damals gewinnen konnte. Und deshalb war 1000 Meter eine Strecke, die erst seit dieser Zeit gelaufen wurde. Ich habe dann 1972 den Weltrekord gelaufen in 1,18,5. War das relativ besser als Ihre 500-Meter-Zeit? Nein, war viel schlechter. Viel schlechter. In meiner Relation, wenn man 38,0 läuft, hätte man damals schon 1,16 laufen müssen. Aha. Wir waren nicht trainiert für die 1000 Meter, weil es eben keine olympische Disziplin war. Aha. Weil Sie müssen bedenken, wenn man 1000 Meter läuft, hat man ja einen Start weniger. Bei 500 Meter kostet der Start 3 Sekunden.
Und die 3 Sekunden fallen also bei der zweiten 500-Meter-Runde dann weg. Dann kann man also ruhig etwas noch ermüden und kommt trotzdem auf eine Zeit, die der 500-Meter-Zeit gleich ist oder drunter ist. Also zurückgerechnet. Mir ist aufgefallen, dass es bei der 500-Meter-Entscheidung doch ein paar bemerkenswerte Ausfälle gegeben hat. Man sagt sich, wie kann das eigentlich passieren, dass solche Leute wie Jansen oder Guljajew, dass die aussteigen da? Ist denn das... Ja, ich meine, der Jansen hatte ja Probleme. Seine Schwester war am selben Tag gestorben, oder am Tag zuvor. Also er war psychisch belastet und hat natürlich in der ersten Kurve einen riesen Fehler gemacht. Stach mit der Spitze ins Eis, stolperte und fiel nach außen. Aber bei den Russen ist es ganz typisch, das sind alles Leute, die 1,85 bis 1,90 groß sind und alle zwischen 85 und 95 Kilogramm schwer sind. Sie laufen relativ hoch, also keine tiefe Hocke, damit ist der Schwerpunkt höher und sie verkraften dann die Kurve nicht. Jedes Auto, das schnell fährt, legt man tiefer, damit es besser durch die Kurve kommt und versucht, das Gewicht zu verringern. Dagegen Uwe Mai, der ist 1,80 ungefähr groß und wiegt 78 Kilo und das ist meiner Ansicht nach das Idealgewicht. Die Japaner sind noch leichter mit 72, 74 Kilo, die können alle die Kurve halten. Aber ein schwerer Läufer ist in dem Fall benachteiligt. Mhm. Aber ich hoffe, es wird nicht eines Tages auch noch Gewichtsklassen eingeführt werden beim Eisschnelllauf. Man muss mit allem rechnen und auf alles gefasst sein. Ich danke zunächst erstmal recht herzlich Erhard Keller. Ich freue mich schon darauf, die wirklich kompetenten Kommentare von Ihnen im Eisschnelllauf zu hören. Es geht ja, wie gesagt, für Sie heute mit der 1000-Meter-Entscheidung los. Ich wünsche alles Gute für die nächsten Tage bei der Arbeit hier für das ZDF. Aber wir werden uns ja sicherlich mehrfach noch über den Weg laufen. Danke. Dankeschön, Erhard Keller.